Wir melden uns wieder hier vom Caravan-Salon in Düsseldorf. Talk im Mobil, eigentlich eher Talk am Mobil. Neben mir ist Lars Wendisch. Sie sind spezialisiert auf Verkauf, Vermietung und Service, Wohnmobile und Wohnwagen. Wir wollen uns heute über rechtliche Aspekte unterhalten, vor allen Dingen auch dass die Thematik Führerschein. Nun sind ja die Wohnwagen und Wohnmobile und Wohnanhänger unterschiedlich groß. Was muss ich denn da mal vorhalten, führerscheinmäßig, wenn ich jetzt einen ganz normalen kleinen Anhänger habe? Wenn ich einen kleinen Anhänger habe, das heißt also, wir reden jetzt über ein Fahrzeug ohne Motor, dann brauche ich die BE, also den Führerschein mit Anhänger, wo ich dann quasi die Anhängerlast unabhängig vom zulässigen Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs oder Zuggesamtgewichtes dort betreiben kann. Ja, und wenn wir jetzt nochmal die Klassen dann hochgehen, also beim Wohnmobil, was ist da mal so das, was am meisten eigentlich gekauft wird? Das meiste ist dann die Klasse B, also sowohl im Kastenwagenbereich, also sprich Fahrzeuge, die auch aussehen wie ein richtiger Transporter, teilintegrierten, integrierten und auch im Alkovenbereich, Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen. Und das ist, glaube ich, der Hauptanteil der Fahrzeuge, die hier in Deutschland verkauft und zugelassen werden. Nun habe ich mal einen Führerschein Anfang der 80er Jahre gemacht in West-Berlin. Was kann ich dann fahren mit meinem normalen Führerschein? Also wenn Sie den Führerschein Anfang der 80er Jahre gemacht haben, dürfen Sie mit Ihrem Fahrzeug fahren Fahrzeuge bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,49 Tonnen plus einen luftgebremsten Anhänger mit 11 Tonnen. Das heißt also, Sie können mit einem Fahrzeug durch die Gegend fahren, was ein Zuggesamtgewicht von 18,5 Tonnen hat. Was ja nicht schlecht ist, ne? Nee, wenn man viel und lange reist, ist das schon nicht verkehrt. Ja, aber es gibt aber neue Regelungen. Wie ist es, wenn ich jetzt nochmal frischen Führerschein gemacht habe? Genau, da wird es dann nicht mehr ganz so einfach, weil alle Klassen separat gemacht werden müssen. Das heißt also, ich fange an mit dem Führerschein der Klasse B, Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Wenn ich mir dann überlege, noch mit einem Wohnwagen durch die Gegend zu fahren, brauche ich den Führerschein der Klasse BE, wie schon erwähnt. Wichtig ist, dass man vielleicht auch daran denkt, wie groß ist das Fahrzeug, was für Ausstattung habe ich drin, komme ich denn wirklich mit dem Führerschein der Klasse B, also sprich mit diesen 3,5 Tonnen mit meinem Wohnmobil klar. Oder ist es vielleicht besser, doch den Führerschein dann der Klasse C1 zu machen bis 7,49 Tonnen, um auf der rechtlich sicheren Seite zu sein und das Fahrzeug nicht zu überladen, um dann eben ruhig und sicher in den Urlaub zu fahren. Ja, das fängt ja dann auch schon mit dem Beiwerk an, wenn ich sehe, was da mal alles in Halle 13 zu kaufen ist an Zusatz, neben Thule, dann habe ich noch ein schweres E-Bike, vielleicht sogar noch ein Moped oder sonst was dabei. Das kann dann vom Gewicht dann schnell in die Höhe gehen. Genau, und dann erschrecken sich viele, wenn sie dann auf der Fahrt zum Urlaub vielleicht doch mal gewogen werden, wie viel ihr Wohnmobil tatsächlich wiegt. Deswegen würde ich wirklich empfehlen, lassen Sie sich vernünftig beraten und dann scheuen Sie lieber nicht die Anschaffung des Führerscheins der Klasse C1. Sie sind wirklich auf der sicheren Seite. In Deutschland wird es mehr oder weniger als Kavaliersdelikt geahndet mit ein bisschen Überladung. Aber in Österreich oder Italien kann es Ihnen eben schon passieren, dass das Fahrzeug stehen bleibt beziehungsweise Ihre Familie mit dem Zug nach Hause fährt. Okay. Wie hoch ist das Bußgeld hier in Deutschland? Es geht so um die 20 bis 40 Euro. Okay. 10% Überladung. Also das ist ja nichts, ne? Aber in Österreich, Schweiz, ist es dann strenger oder wo? Schweiz weiß ich nicht so richtig. In Österreich oder auch in Italien kann es eben wirklich passieren, ich lasse das Auto stehen. Wenn ich nichts mehr habe, was ich ausladen kann und die Familie ist schon weg und die Koffer sind schon weg, dann habe ich ein Problem. Wie ist es überhaupt, sag mal, im europäischen Ausland geregelt mit dem Führerschein? Gibt es da irgendwelche Abweichungen? Nee, die Führerscheinklassen wurden ja mit Einführung des neuen EU-Führerscheins alle vereinheitlicht. Das heißt also, die Klasse B ist die gleiche wie in Frankreich und die C1 auch. In Deutschland haben wir halt bloß diesen Sonderfall, dass eben Führerscheine, glaube ich, die vor 2003 ausgestellt wurden, eben noch wie bei Ihnen in den alten Führerschein der Klasse 3 fallen. Und das heißt, Sie dürfen 7,5 Tonnen. Diese Regelung ist, glaube ich, in Deutschland einmalig. Also in anderen Ländern muss dieser Führerschein separat gemacht werden.
dann kann ich also, ich habe ja noch so eine graue Pappe, ne? Also dann kann ich eigentlich dann nicht ins Ausland damit fahren. Da gibt es jetzt irgendwann eine Umtauschpflicht, wird irgendwann kommen für die Führerscheine, steht aber noch in den Sternen, wann die kommen soll. Da hat sich die EU noch nicht geeinigt. Also wir finden eher ein einheitliches Maß für Hühnereier als. Ja, wir sind ja hier am SKP-Mobil an Halle 4. Direkt daneben ist ja die Halle 5. Da stehen ja die richtig großen Oschis, also diese Luxusliner, beispielsweise von der Firma Morello. Was brauche ich denn da für einen Führerschein? Also alles, was über die Klasse geht, 7,5 Tonnen, da brauche ich den Führerschein der Klasse C, also sprich auch den Lkw-Führerschein, allerdings ohne die Module, weil ich ja kein Berufskraftfahrer bin, weil ich das Fahrzeug ja als Freizeitmobil nutze. Da ist allerdings zu sagen, das ist ein Nachteil, weiß ich nicht. Ich finde es schon in Ordnung, aber man muss eben, um den Führerschein zu erhalten, alle 5 Jahre eine ärztliche Untersuchung machen. Sollte ich das mal vergessen haben, verpasst haben oder einfach nicht gemacht werden, die gilt ab Erreichen des 15. Lebensjahres, ist das kein Problem. Der Führerschein verfällt dann nicht. Ich muss halt bloß quasi die Untersuchung machen lassen und dann wäre das in Ordnung. Ja, wie sehen Sie überhaupt den Trend? Da sind ja so Fahrzeuge, wo selbst dann so ein Porsche hinten reinpasst, von der Größenordnung irgendwie so ein Riesenbus. Geht das wirklich so in die Richtung? Gibt es dafür eine Nachfrage? Nee, die stellen die bloß aus lauter Spaß und Freude aus. Na klar gibt es dafür eine Nachfrage. Also ich sag mal, im Luxusbereich, wenn man jetzt, sag ich mal, die drei führenden Firmen in der Klasse zusammenzieht, jetzt Morello, Phoenix, Concorde, werden so circa 1000 Fahrzeuge schon im Jahr verkauft. Okay. Circa. An reiche Scheichs oder? Nö, es gibt ja auch Leute, die gehen arbeiten und verdienen mehr als 1000 Euro im Monat und sag ich mal, bei einem Einkommen von 5000 Euro netto ist das auch kein Problem. Also man kann es entweder sich zusammensparen oder auch genug Banken hier auf der Messe, wie zum Beispiel die SKP, die so eine Fahrzeuge auch finanzieren. Richtig. Sie sind tätig im Verkauf, in der Vermietung, im Service. Haben Sie da irgendwelche Schwerpunkte? Ja, wir sind ja speziell Reisemobilhändler für die Marken, also Challenger und Karmann und halt im Luxusbereich dann eben für Francia, Morello und Phoenix und haben uns natürlich dann auch auf diese Fahrzeuge spezialisiert. Ne? Es gibt ja gerade aktuell eine Studie, ist auch, sag mal, in mehreren Pressekonferenzen thematisiert worden, wie sich, sag mal, die jüngere Generation annähert an das Thema Caravaning. Geht es, sag mal, dann eher in Richtung dann Mietgeschäft, also dass Jüngere dann eher dann mal ein Wohnmobil mieten als kaufen und dann vielleicht dann später entscheiden, vielleicht sich mal selber etwas zu kaufen? Also sowohl als auch die Miete ist eine schöne Sache, um mal Erfahrungen damit zu sammeln. Wenn man das Fahrzeug aber richtig nutzen will, kommt man wahrscheinlich nicht um ein eigenes umhin. Weil zu den Zeiten, wo wirklich viele fahren wollen, sind natürlich auch die meisten Mietfahrzeuge ausgebucht. Entweder buche ich rechtzeitig und sichere mir meinen Termin oder schaffe mir halt ein eigenes an. Es gibt ja auch die Möglichkeit, viele sagen ja, nur für den Urlaub, für die 3 Wochen lohnt sich das nicht. Ich sage, okay, wenn ich Freunde besuchen fahre, wir machen eine Geburtstagsfeier, gibt es keine Streitereien, wer fährt mit zurück? Ich fahre mit dem Reisemobil hin und dann schlafen wir da und fahren nächsten Tag zurück. Oder auch Brückentage, ob das jetzt Himmelfahrt, Pfingsten, Ostern und so weiter, kann man ja auch nutzen für Kurzausflüge. Sie sind in Frankfurt-Oder stationiert, sind Sie mit dem Reisemobil hier nach Düsseldorf gekommen? Jawohl. Sie stehen da hinten dann auf dem großen Campingplatz, den Parkplatz, den man umfunktioniert hat, oder? Nee, der ist mir zu laut, weil doch der Flugplatz in Düsseldorf relativ nah ist und man die Flugzeuge dort quasi den Bauch streicheln kann, sind wir umgezogen zum Campingplatz nach Meerbusch, okay. Direkt an der Rheinfähre. Da ist es schön leise, der Campingplatz hat gute sanitäre Anlagen. Einerseits ist es gut, also für uns, für die Erholung. Andererseits hat man natürlich dann abends auch nicht so den Kontakt mit den Kollegen, weil die dann eben meistens hier sind. Ja. Ne? Sie haben gerade angesprochen, Meerbusch, wahrscheinlich Rheinnähe, leiser, ruhiger. Es gibt ja vom ADAC die Inspektoren, die sagen mal, solche Campingplätze beispielsweise prüfen. Ich glaube, 5500 Campingplätze werden da jährlich überprüft. Ist das, sagen wir mal, so eine Information, auf die man sich verlassen kann? Ich gehe davon aus, ja. Anders als bei den Pannenstatistiken könnte der ADAC da durchaus
Nee, richtig haben. Also man ist schon wirklich so, also wenn man in der Fachliteratur nachliest, auch beim, ob jetzt beim ADAC oder wie auch an, immer andere Automobilclubs, die dort Tests machen oder auch Campingclubs, ist schon ein Richtwert, dass man sagt, okay, wie viele Sterne hat der Campingplatz jetzt oder wie viele Punkte oder so, dass man sagt, okay, von der Ausstattung her. Das Internet ist für jeden offen, man kann Bewertungen lesen auch im Internet und kann sich über den Campingplatz informieren. Wichtig wird es natürlich sein, wenn man in der Hauptsaison fährt, vielleicht vorher zu reservieren, da es denn doch unter Umständen eng werden kann. Wie lange bleiben Sie jetzt noch beim Caravansalon? Bis nächste Woche Sonntag, ja. Also bis zum Schluss. Ja, vielen Dank, Herr Wendisch, für die vielen Informationen. Und ich glaube, da sind ganz, ganz viele Aspekte dabei, die wirklich wichtig sind. Und um 13 Uhr machen wir weiter mit der nächsten Live-Sendung. Da werden wir uns dann mit dem Thema Schottland beschäftigen. Insofern, ja, man hört, sieht und streamt sich dann wieder um 13 Uhr. Vielen Dank. Gerne. Und wir machen noch das Outro, ohne zu schneiden.